So, moin moin zusammen. Hier ist wieder Dirk von Pixelfeed Hamburg. Heute zeige ich euch mal eine Reparatur von einem Stellmotor. Der Stellmotor, Zeigermotor, Schrittmotor, wie auch immer man ihn nennen will, ist häufig verbaut in Magneti Marelli Tachos oder Jäger Tachos. Der sitzt ganz oft in Audi Instrumenten, Audi TT, A3, A4, A6. Im Peugeot Partner 206, 806 ist auch verbaut. Oder im Citroën Berlingo C5, Mercedes Vito W638. Ducati Monster ist ja auch drin. Also ist schon ein sehr viel verbautes Bauteil. Und jetzt zeige ich euch mal, wo der Fehler liegt. Wenn die Tachonadel sich nicht mehr bewegt oder nur noch schrittweise ruckelt oder irgendwo stehen bleibt. Ich habe mal hier den Zeiger aufgesetzt und wenn man jetzt mal genau lauscht, ich drehe jetzt mal und halte ihn mal ans Mikro. So, da habt ihr jetzt dieses Rattern gehört. Das liegt daran, dass hier die Zahnräder nicht richtig ineinander fassen und deswegen hakt der Zeiger dann auch. Und die Reparatur ist nicht so aufwendig. Was ich euch da jetzt zeige, ist dann gleich hier die neue Kappe, wie man die einbaut. Und ja, los geht's. Zeiger ziehe ich jetzt einfach mal ab. So, wir müssen die Kappe hier lösen. Die ist einfach nur draufgeklippt. Dann gehen wir mit meinem Lieblingstool, machen wir hier drunter und hebeln das ein wenig auf. So, hier kann man mal leicht draufdrücken, dann nimmt man die obere Kappe ab. So, da kommt schon die Achse raus. So, diese Kappe müssen wir austauschen. Der Fehler liegt immer hier an dieser kleinen Achse. Hier kann man genau die Achse sehen. Die ist jetzt hier schon angebrochen. Manchmal ist sie auch ganz ab. Und auf dieser Achse, da sitzt dieses Zahnrad. Und wenn die Achse sich hin und her bewegt, ist klar, dass das Zahnrad hier nicht in das andere Zahnrad reingreifen kann. Und daher kommen diese Rattergeräusche. Und ja, dadurch bleibt der Zeiger stehen. So, also müssen wir diese Kappe tauschen. Wichtig jetzt gleich nochmal zur Erklärung. Wir brauchen also, wo wir darauf achten müssen, ist auf diese Achse hier gleich. Und hier ist so eine Nase. Zeige ich euch gleich beim Zusammenbau, warum die wichtig ist, warum man darauf achten muss. Und hier haben wir diese kleinen Taschen, links und rechts. Ich nehme immer die linke hier, für die Feder zur Vorspannung. So, die Kappe kann jetzt weg. Hier haben wir die neue Kappe. Das ist unser Ersatzteil, könnt ihr auch bei uns im Online-Shop kaufen. Ersatzteilnummer ist PX11049. So, und hier sieht man, der Stift ist natürlich ganz klar richtig fest. So, dann haben wir die Achse und die Kappen sind natürlich neu aus Spritzguss gefertigt. Sind manchmal etwas eng hier und deswegen stecke ich vorher einmal die Achse rein. Eier hier ein bisschen rum, weite das, die Durchführung etwas. Dass es nachher auch nicht hakt und super gleitet da drin. So, dann brauchen wir unsere Pinzette. Wir legen die Kappe so hin, dass hier der Stift ist und hier diese Nase. Diese Feder hat so zwei Mitnehmer, einen unten, einen oben. Der untere, den setze ich hier rein, dass der Mitnehmer in dieser linken Tasche neben dieser Nase ist. So. Hier ist unser anderes Zahnrad und hier haben wir auch eine kleine Nase drauf. Die sitzt hier und die fasst, dieser Mitnehmer fasst nachher in diese Feder hier rein. Also in diesen Mitnehmer, da geht er rein. Also setzen wir, halten das vorsichtig fest und setzen das so auf, dass die Nase nach hier zeigt und hier noch nicht vom Mitnehmer ist. So, wir lassen es jetzt runterfallen. So, wichtig ist, dass man jetzt hier hinten mit dem Finger festhält und diese dabei immer nach unten zieht, dass man hier Spannung drauf hat. So, und jetzt drehen wir und jetzt sieht man hier schon, wenn man genau guckt, wie dieser Mitnehmer von dem ersten Zahnrad jetzt die Feder mitnimmt. So, und jetzt bleiben wir hier unten an dieser Nase hängen. Und da müssen wir jetzt ganz vorsichtig dieses ein Stück hochdrücken, über die Nase rüber. Und wieder runter. So, jetzt können wir nicht mehr zurück. Jetzt ist die Feder etwas vorgespannt. Ich drehe dann aber noch ein Stückchen mit.
So, dann nehmen wir das zweite Zahnrad, setzen es jetzt hier auf die Achse auf. Es ist auch ein bisschen gefettet. So ein bisschen gucken, dass man es genau drauf kriegt. Manchmal ein bisschen fummelig. So, da setzt es drauf. Immer schön hinten auf Spannung halten, damit die Feder nicht wegflutscht. So, und die Achse muss jetzt hier in dieses Loch. Das plumpst natürlich auch manchmal ein bisschen raus, ist aber nicht schlimm, kann man immer wieder reinsetzen. Ist ein bisschen fummelig hier. So, da oben die Kontakte rein und jetzt müssen wir das Loch treffen. Und hier haben wir auch die Führung. Jetzt drücken wir das alles mal schön zusammen. Das muss auch richtig klicken. Hier hinten ist es noch ein bisschen auf. Zack. So, jetzt ist es fest. Jetzt kann man nochmal testen, ob es immer noch rattert. Man fühlt es dann auch schon, dass es ganz leicht läuft und man fühlt richtig, wie die Zahnräder ineinander greifen. So, damit ist er repariert. So, viel Spaß beim Selbermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr uns ein Abo gebt oder vielleicht einen Kommentar dazu schreibt oder vielleicht habt ihr noch eine andere Frage oder eine Reparatur, die ihr gerne sehen möchtet. Dann, ja, stay tuned. Bis dann. Ciao.